Der Sportbild Podcast. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschlands bester Fußballredaktion. Heute mit Auswegen aus der Misere in der Formel 1 und mit Jan-Malte Andresen. Herzlich willkommen. In der Formel 1 haben sich am Wochenende die Ereignisse überschlagen. Jede Menge Politik, ein neues Superauto und der dritte Grand Prix-Sieg in der jungen Karriere von Sebastian Vettel. All das wollen wir für Sie nochmal einordnen und dazu sprechen wir mit unserem Reporter Ralf Bach. Ralf, es liegen turbulente Tage hinter uns, ebenso turbulente Wochen vor uns. Beginnen wir mal mit dem Sportlichen. Red Bull ist mit seinem überarbeiteten Auto beim Grand Prix in Silverstone allen auf und davon gefahren. Erklär uns doch mal, wie das möglich ist, dass die so einen Quantensprung gemacht haben. Deshalb möglich, weil der neue wirklich super Diffusor von Newey auf Anhieb funktioniert hat, auf einer Strecke, die natürlich aerodynamisch dem Red Bull auf den Kohlefaserleib geschrieben ist. Dazu kam, dass das Wetter halt nicht warm genug war und der große Konkurrent Braun Reifenprobleme hat. Die haben sie einfach nicht weitergebracht, die Reifen auf Arbeitstemperatur zu bringen, der Red Bull auf Anhieb. Sebastian Vettel war in Superform, im Training schon. Schwerstes Auto, trotzdem Pole Position. Im Rennen gefahren, das war ja nicht mehr Schumacher, das war schon Ayrton Senna Niveau, das muss ich hier mal ganz klar sagen. Perfektes Wochenende. Theoretisch kann das jedes Wochenende so sein, wenn diese Faktoren alle zusammenkommen. Nach dem Rennen ließ Red Bull verlauten, man sei nicht einmal am Limit gefahren, da sei noch Luft nach oben. Wo führt das noch hin? Jetzt muss man nur mal abwarten, wie das am Nürburgring in 3 Wochen sein wird. Die Streckencharakteristik wieder dem Brown mehr entgegenkommt oder ob Red Bull weiter so dominieren kann, dann wird die WM wieder richtig spannend. Die Antwort wissen wir erst nach 2-3 Rennen, wenn wieder mehr verschiedenartige Strecken da sind. Aber fest steht, der Red Bull hat einen riesen Sprung gemacht. Ralf, Sebastian Vettel hat in Silverstone seinen dritten Grand Prix-Sieg eingefahren. Überragende Leistung, oder? Besser geht es. Für mich war das sein bestes Rennwochenende, will ich mal sagen. Weil die 2 Regensiege waren natürlich auch perfekt, aber dass ein 21-Jähriger von Anfang an so dominiert und auch selbstbewusst ist und genau weiß, was er tut, welche Schraube er verstellen lässt, wie viel Luft in den reifen muss, was er zum Frühstück, wie viel Orangensaft trinken muss, also das war schon perfekt von ihm. Jetzt sind es noch 25 Punkte auf den WM-Gesamtführenden Jenson Button. Darf man träumen? Das wäre eher ein Tagtraum. Ich meine, lass Button jetzt mal 2 Rennen ein Problem haben. Ich meine, die WM ist noch längst nicht entschieden. Klar kann man träumen. Wobei das ist sogar mehr Nachdenken als Träumen. Nachdenklich hat sich auch Nico Rosberg gegeben nach dem Rennen. Der war mit seinem 5. Platz, den er am Ende ja grandios gegen keinen geringeren als Button verteidigt hat, hoch unzufrieden. Ja, dass er sich ja jetzt auch schon über den 5. Platz ärgert, zeigt ja, wo der Weg hingeht. Ein 5. Platz war am Anfang des Jahres noch ein Ziel, hat er fast, oder ein Ergebnis, wo er fast geträumt hat. Jetzt sagt er, ja, 4. Platz realistisch. Er macht keinen Fehler. Er hat ein genauso perfektes Wochenende wie ein Vettel hingelegt mit dem Auto, das halt nicht so gut ist. Aber wenn man 100% einen Fahrer bewertet oder bewertet, wie viel Prozent er aus dem Paket Auto, Motor, Strecke, Wochenende, Competition rausgeholt, dann ist Nico genauso bei den 100%, wenn auch auf einem anderen Platz, wie in Sebastian Vettel. Und ich meine, aus deutscher Sicht kann man da ja mehr als zufrieden sein. Es kann gut sein, dass in Zukunft der WM-Titel von 2 Deutschen ausgefahren wird. Dann abschließend, wie angekündigt, wollen wir auf das Thema Politik zu sprechen kommen. Noch ist ja unklar, ob es wirklich ab dem kommenden Jahr eine konkurrierende Rennserie zur Formel 1 geben wird. FIA-Boss Max Mosley ist eingeknickt, will jetzt doch nicht gegen die 8 abtrünnigen Teams vor Gericht ziehen. Kann man sagen, dass die Teams damit einen Etappensieg gewonnen haben? Wie muss man das bewerten? Also das Wort gewinnen will ich in diesem Zusammenhang gar nicht gebrauchen, denn in jedem Krieg, bei dem gibt es auch keinen Sieger. Es gibt einfach nur einen, der weniger verliert in der ganzen Situation. Ich weiß nicht, auf was die Hoffnungen begründet sind, dass man sich nur einigt. Es kann sein, es kann nicht sein, aber eins ist klar. Die Leute, die entscheiden, um was es geht, die saßen gar nicht in Silverstone, die saßen in den Vorstandshäusern zu Hause. Die wollen Mosleys Kopf. Wenn Mosley zurücktritt, wird es eine Formel 1 geben. Tritt er nicht zurück, geht der Kampf weiter und wir werden vielleicht doch eine neue Serie haben. So einfach ist es. Aber da hängen doch so viele wirtschaftliche Interessen dran, dass Mosley unmöglich noch tragbar ist, oder? Das Problem ist, dass weder ein Hersteller noch eine Herstellervereinigung die juristische Macht hat, den FIA-Präsidenten abzulösen. Wenn der Meinung ist und auch die Unterstützung seiner 4 Leute hat, im Amt zu bleiben, dann kann man dagegen nichts machen. Man kann nur versuchen, Druck zu machen und hoffen, dass er die Nerven verliert oder wirklich wegen der Sache am Ende sagt, okay, die Formel 1 ist größer als ich, sein Amt zur Verfügung stellt. Ich gehe mal davon aus, dass er das nicht tun wird. Aber das wäre doch gleichbedeutend mit dem Ende der derzeitigen Formel 1. Nein, zwischen zurücktreten und nicht wiedergewählt werden, könnte der Kompromiss hinauslaufen. Es gibt im Oktober die Wiederwahl des FIA-Präsidenten. Ich könnte mir vorstellen, damit jeder aus der Sache so rauskommt, dass er sein Gesicht nicht verliert. Die hohen Herren haben ja
gewisse Eitelkeiten. Dass man einen Kompromiss findet, was Budgetobergrenze, was Reglement betrifft und dass man sagt, okay, Mosley stellt sich nicht zur Wiederwahl. Das hätte nicht den Eindruck, als hätte man ihn weggejagt und damit könnte man auf allen Seiten zufrieden sein. Wenn überhaupt, würde ich das als Kompromiss ansehen, auf den man zusteuern müsste. Dann nochmal andersrum gefragt, die Aussicht auf eine Zukunft ohne Mosley würde die reichen, um die derzeit abtrünnigen Teams dazu zu bewegen, in der Formel 1 zu bleiben? Ja, ich denke, dass das oberste Ziel von allen Beteiligten immer noch ist, in einer Serie nächstes Jahr anzutreten. Ob das oberste Ziel zu erreichen ist, das muss man jetzt sehen. Aber das oberste Ziel ist das, glaube ich, immer noch bei jedem. Aber wie gesagt, es gibt so viele persönlichen Interessen mittlerweile und Eitelkeiten, die vielleicht dagegen stehen. Die haben sich so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie eigentlich schon rausgefallen sind. Das ist das Problem. Wie man da wieder zurückkommt, da muss man jetzt konstruktiven Weg finden. Und wie gesagt, meine Chance sehe ich darin, dass man einen Moslem nicht aus dem Amt jagt, sondern dass der sagt und sein Gesicht so nicht verliert, ich werde mich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Das glaubt zwar dann keine Sau, aber das könnte der Kompromiss sein. Ralf Bach, vielen Dank für deine Einschätzung. Den nächsten Podcast gibt's wie gewohnt am Freitag. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin. Mehr Namen, Nachrichten und Meinungen auf sportbild.de und jeden Mittwoch aktuell am Kiosk. Sportbild. Ohne geht nicht.